Mit einiger Verzögerung ist bei mir diese Woche das neue Aerophone i30, das Aerophone Pro, eingetroffen und deshalb ohne weitere Vorrede auspacken. Also hier ist die Instrumententasche, darauf gehe ich gleich ein. Ich hatte im Paket auch noch einen Stromstecker. Weil ich in der Schweiz wohne, wurde mir auch ein Adapter für Schweizer Steckdosen geliefert. Das ist sehr gut. Und dann gibt es hier noch ein Gummiteil. Ich habe keine Ahnung, für was das gut ist. Könnte auf das Mundstück passen oder unten auf das Instrument als Schutz. Oder... Ah, ich denke, das könnte auch ein Behälter sein, um den Speichel aufzufangen, der aus dem Instrument tropft, wenn man damit spielt. Mal schauen. Gut, nun schaue ich mir die Tasche an. Der erste Eindruck bei der Tasche ist sehr positiv. Die Tasche ist gut verarbeitet, mit stabilen Tragriemen, und hier hat es auch Polster für die Schultern, wenn man das Instrument bzw. die Tasche über die Schultern tragen möchte. Auch hier gibt es noch einen Handtragriemen und auf der Rückseite eine weitere Seitentasche. Die öffne ich jetzt. Auch der Reißverschluss ist übrigens ein guter Reißverschluss aus meiner Sicht. Und hier in dieser Seitentasche hat es Dokumente, ich nehme an, Bedienungsanleitung, Garantieschein und so weiter. Schaue ich mir nachher an. Auch hier oben gibt es noch einen Tragriemen. Die Tragmöglichkeiten der Tasche sind also ausgezeichnet. So, nun bin ich gespannt und öffne die Haupttasche. Gute Polsterung. Und hier das Instrument. Tada! Oh! Sehr schön, sehr schön. Also optisch gefällt mir das Instrument sehr gut. Die Oberfläche hier mit diesem silbrigen Mittelteil gefällt mir sehr gut. Was mir auch positiv jetzt auffällt, ist, dass hier wieder ein Stoffband dabei ist, das verhindert, dass der Speichel beim Instrument runterläuft, wenn du spielst. Die Oberfläche hier beim Schwarz, die schwarze Oberfläche hier und auch die Tasten, die glänzen so ein bisschen. Das gefällt mir auch sehr gut. Hier ist einfach die Frage, wie schnell gibt es Fingerabdrücke? Nein, offensichtlich nicht. Ist also auch gut verarbeitet. Ich habe nun das ganze Verpackungsmaterial und die Tasche nochmals durchsucht und keinen Tragriemen gefunden. Und dann habe ich das nachgeschaut in der Bedienungsanleitung, die dabei ist. Eine gedruckte Bedienungsanleitung finde ich übrigens sehr positiv. Ich mag das, wenn ich das noch gedruckt erhalte. Laut der Bedienungsanleitung ist aber beim beigefügten Zubehör tatsächlich kein Tragriemen dabei. Und da muss ich jetzt also sagen, bei einem Instrument, das 1500 Euro kostet, würde ich also zumindest einen einfachen Tragriemen schon erwarten. Ich habe zwar genug Tragriemen, und ob ich dann den beigefügten Tragriemen tatsächlich nutzen will, ist ja mir überlassen, aber für diesen Preis erwarte ich einen Tragriemen als Zubehör beim Instrument. Auf der Rückseite des Instruments gibt es verschiedenste Bedienelemente, die ich dann noch genauer anschauen muss. Es gibt also offensichtlich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Diese Knöpfe und Drehregler machen aber einen wiederum sehr gut verarbeiteten Eindruck. Im Vergleich zum Aerophone i10 ist das auf jeden Fall eine Qualitätsverbesserung. Dann haben wir auf der Seite die verschiedensten Anschlüsse für Kopfhörer zum Beispiel oder DC-In, also den Stromanschluss.
Oder es gibt auch noch einen USB-MIDI-Anschluss hier auf der Seite. Und auf der Rückseite unten die klassischen MIDI-Out- und MIDI-In-Anschlüsse mit den fünfpoligen MIDI-Steckern. Dann das Mundstück. Der Deckel des Mundstücks ist sehr stabil, das ist sehr gut. Dann beim Mundstück haben wir ein befestigtes Plastikrohrblatt, ein dickes Rohrblatt. Es ist dasselbe Mundstück, wenn ich das richtig gesehen habe, wie beim Aerophone AE05. Also ein anderes, als das Aerophone AE10 hat. So, ich habe jetzt hier einen Tragriemen von einem anderen Instrument genommen. Das Aerophone Pro liegt gut in der Hand, finde ich. Die Tastengeräusche sind aus meiner Sicht lauter als beim Aerophone AE10. Auch sehr positiv ist für mich, dass das Instrument auf dieser Seite schmaler ist als das Aerophone AE10. Die Gefahr, dass du aus Versehen die seitlichen Tasten hier drückst, weil das Instrument zu breit ist, ist deshalb deutlich kleiner, auch wenn du kleine Hände hast. Das ist also eine klare Verbesserung im Vergleich zum AE10. Um mit dem Instrument spielen zu können, braucht es natürlich Energie, also Strom. Und dazu gibt es auf der Rückseite ein Batteriefach. Oder auf der Seite kannst du das Instrument direkt an die Steckdose anschließen. Ich persönlich bevorzuge den Batteriebetrieb, damit ich nicht noch ein Kabel für den Strom anschließen muss. Ich habe nun Batterien eingefügt und kann das Instrument somit zum ersten Mal einschalten. Du benötigst 6 AA-Batterien für das Instrument. Also, wo schalte ich das ein? Hier auf der Seite gibt es den On-Schalter. Ich muss dazu noch erwähnen, laut Bedienungsanleitung musst du idealerweise, bevor du mit dem Instrument spielst, zuerst den Bass-Sensor konfigurieren, dass er auf deinen Ansatz eingestellt ist. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber grundsätzlich funktioniert das trotzdem. Oh, das ist jetzt gerade ein Sound, der mir nicht so behagt. Die Lautsprecher sind erstaunlich laut, finde ich. Aber natürlich nicht bühnentauglich. Ja, also das Instrument funktioniert wirklich direkt aus der Box schon sehr gut für meine Begriffe. Die Tastengeräusche sind mir jetzt allerdings auch wieder aufgefallen. Die sind relativ laut, wenn man einfach über die Lautsprecher des Instruments spielt. Das dürfte aber weniger ein Problem sein, sobald du das Instrument an bessere Boxen angeschlossen hast oder zusammen mit anderen in einer Band damit spielst. Insofern ist für mich das erste Fazit sehr positiv bei diesem Instrument. Also es scheint wirklich ausgezeichnet zu funktionieren, ohne dass ich hier schon etwas konfiguriert hätte und auf meine Bedürfnisse abgestimmt habe. Die Verarbeitung des Instruments ist ebenfalls sehr gut. Die einzigen kleinen Details, Kritikpunkte, die ich habe, sind nach dieser ersten Einschätzung der fehlende Tragriemen und die fehlenden Batterien. Das hätte ich bei einem Preis von 1500 Euro für das Instrument erwartet. Ansonsten ist aber der Eindruck, wie gesagt, sehr positiv. Man muss gleichzeitig auch dazu sagen, dass das Instrument ja für professionelle Musiker gedacht ist. Für mich als Amateur hat das zur Folge,
dass ich mit all diesen unzähligen Einstellmöglichkeiten, die es beim Aerophone Pro gibt, auf den ersten Blick jetzt etwas herausgefordert bin. Es gibt also unzählige Sounds, eben den Bisssensor, den Blassensor, es gibt Bluetooth-Verbindung, USB-Verbindung, MIDI-Anschlüsse und so weiter. Ich werde mich deshalb wahrscheinlich Schritt für Schritt mit diesen einzelnen Funktionen vertraut machen müssen und das Instrument für mich einstellen, konfigurieren müssen. Und ich habe deshalb auch noch weitere Videos zu diesem Instrument, zum Aerophone Pro, geplant, in denen ich dich dann sozusagen auf meinen Lernprozess mitnehme und Videos zu einzelnen Aspekten des Instrumentes mache, also zum Beispiel, wie ich den Bisssensor beim Aerophone Pro einstelle oder welche Möglichkeiten es bei den Sounds gibt und so weiter. Falls dich das interessiert, dann kannst du selbstverständlich gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos, die ich zum Aerophone Pro machen werde. Inzwischen nachgeschaut in der Bedienungsanleitung habe ich nun auch, was dieses Gummiteil hier soll. Und es ist tatsächlich so, dass es unten am Instrument befestigt werden kann und dann verhindert wird, dass der Speichel zum Instrument rausläuft und auf den Boden tropft. Ob das nun tatsächlich die hygienischste Lösung ist, sei dahingestellt. Also meine Klarinette tropft auch auf den Boden und dort habe ich auch keinen Auffangbehälter. Falls du weitere Fragen zum Instrument schon jetzt hast, dann kannst du sie gerne in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Ich habe übrigens seit kurzem auch ein Forum auf meinem Blog eingerichtet, falls du das noch nicht gesehen hast. Du findest das Forum unter iwi-player.ch/forum und dort kannst du auch Fragen zum Aerophone Pro und zu anderen elektronischen Blasinstrumenten stellen. Ich würde mich freuen, wenn sich noch einige Nutzer mehr registrieren würden und sich mit der Zeit eine Plattform entwickelt mit vielen Informationen zu den unterschiedlichen Blaswandlern, die es auf dem Markt gibt. Für heute danke ich dir für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast einen ersten Eindruck erhalten vom Aerophone Pro. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.